Hallo, mein Name ist Johann Könitz, ich komme aus Dresden. Ich arbeite eigentlich in der Architektur, ich bin kein Feuerwehrmann, ich bin auch kein Förster, aber ich gehe gerne wandern und ich liebe es, in der unberührten Natur zu sein, fernab von allem. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige gewesen, der dieses Jahr 2022 schon auch ein bisschen schockiert war davon, was hier passiert ist. Ich bin gerade in der sächsisch-böhmischen Schweiz und bin nah am Epizentrum, bin ich gar mittendrin, des ursprünglichen Waldbrandes dieses Jahres. Und wenn man hier steht, dann versteht man eigentlich erst, was das hier für eine Dimension hat. Das sind auf der tschechischen Seite über 1000 Hektar und auf der deutschen Seite nochmal 150. Und diese Zahlen sind eigentlich völlig abstrakt, solange bis man einfach mal hier ist und sieht, wie viel in wenigen Wochen hier eigentlich verloren gegangen ist. Hunderte Jahre alter Baumbestand. Hier vor Ort in der sächsisch-böhmischen Schweiz wird momentan viel darüber diskutiert, was man dafür tun kann, dass die sächsisch-böhmische Schweiz eben der Nationalpark resilienter, also widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels wird. Die zunehmende Trockenheit und die dadurch steigende Waldbrandgefahr. Besprochen werden unter anderem Maßnahmen wie das Herausholen von Totholz, das der Burkenkäfer hinterlassen hat. Hier sind große Flächen, also auch jenseits von den verbrannten Gebieten steht noch sehr viel Totholz, sehr viele tote Bäume im Wald, das natürlich auch eine gewisse Brandmasse mit sich bringt. Ein weiterer Punkt, der besprochen wird, ist das Anlegen von, ich glaube, ungefähr einem Dutzend Löschteichen auf den Bergen, damit man also schneller in den Löschangriff gehen kann und Entstehungsbrände viel, viel kurzfristiger eben löschen kann, damit also nicht erst ein Katastrophenfall entsteht. Ein anderer Punkt, der notwendig ist, der leider meiner Meinung nach zu wenig besprochen wird, den man vielleicht nur so am Rande in den Medien mitbekommen hat in den letzten Monaten. Der Punkt ist, die Ausrüstung der örtlichen Feuerwehren zu verbessern. Während auf der tschechischen Seite vorwiegend Berufsfeuerwehren eben da sind, die wirklich sehr gut ausgerüstet sind im Vergleich, haben wir auf der deutschen Seite freiwillige Feuerwehren, eigentlich fast ausschließlich freiwillige Feuerwehren, die für das Gebiet der sächsisch-böhmischen Schweiz zuständig sind. Und die sind bei weitem nicht so gut ausgestattet. Der ein oder andere hat es vielleicht auch gehört. So ist es zum Beispiel die Brandschutzkleidung, die die Feuerwehrleute in der Regel haben, gar nicht dafür geeignet, im Waldbrand zu kämpfen. Ja, die ist dafür gemacht, dass man in sehr, sehr heißen, teilweise 1000 Grad heißen Wohnungs- und Gewerbebaubränden kurzfristig also ins Feuer geht, um jemanden zu retten, um den Löschangriff von außerhalb eben dann auch zu machen. Wofür diese Kleidung aber gar nicht geeignet ist, sind teilweise 10-stündige Einsätze mit 300-400 Grad ununterbrochen am Feuer, vielleicht sogar noch wie diesen Sommer 37 Grad allgemein und dann noch brennender Waldboden mit teilweise 100-200 Grad, der dann immer noch unter den Füßen ankommt. Also dafür ist diese Kleidung überhaupt gar nicht gemacht. So, dafür gibt es spezielle Waldbrandkleidung, genauso auch Atemschutz. Ja? Die Feuerwehr kann hier nicht mit großen Atemschutzmasken und Sauerstoffflaschen herumlaufen, wie sie das bei einem großen Gebäudebrand vielleicht machen würde, sondern hier braucht man also spezielle Atemschutzschals, nenne ich die jetzt einfach mal. Weiter geht es natürlich mit den Helmen, mit den Handschuhen. Es braucht spezielles Werkzeug, um hier im Wald effizient arbeiten zu können, Kettensägen, Waldbrandhaken. Die Feuerwehr Bad Schandau und die Leute von AdFire haben mir freundlicherweise sehr viel darüber erzählt und mir beigebracht zu diesen Themen. Und ich bin nun kein Feuerwehrmann, ich bin auch kein Politiker, aber ich habe die Hoffnung, dass es noch viel mehr Menschen wie mich gibt, die zum einen natürlich dieses Naturdenkmal Sächsisch-Böhmische Schweiz schätzen und zum anderen die vielleicht auch großen Respekt, so wie ich eben, vor der Arbeit der Einsatzkräfte hat und das vielleicht auch ein bisschen wertschätzen möchte. Wir wissen nicht, wann diese Waldumbau, also die Maßnahmen effektiv stattfinden,
weil es gibt eine EU-Richtlinie, die vorschreibt, wie mit dem Wald in Nationalparks in Europa umzugehen ist. Und die blockiert solche Arbeiten. Das ist nicht vorgesehen. Das heißt, es muss sich erst auf EU-Ebene diese Richtlinie ändern, bevor wir hier vor Ort beobachten können, also dass der Wald resilienter gemacht werden kann. Was wir aber jetzt tun können, ist den Feuerwehren dabei zu helfen, sich auf diese Klimawandel-Geschichten vorzubereiten. Ja? Ich habe die Hoffnung, dass es da in Deutschland noch viel, viel mehr Menschen gibt, die, wie gesagt, das zu schätzen wissen, was hier geleistet wurde. Die Zehntausenden von Mannstunden, die Menschen hier in ihrer Freizeit gemacht haben. Es gab Leute, die haben Urlaub genommen, um hier also die Natur zu schützen und natürlich auch die Dörfer, die anliegenden Ortschaften. Ich finde, wir sollten versuchen, so viel dabei zu helfen, wie wir können jeweils, diese Ausrüstungsbedingungen der Feuerwehren hier vor Ort zu verbessern. Und deswegen lade ich euch dazu ein, mit dieser Spendenkampagne zuerst mal der Feuerwehr Bad Schandau zu helfen. Es gibt eine kleine Wunschliste, die mir mitgeteilt wurde. Die findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr lesen, was gebraucht ist, was die einzelnen Objekte kosten, im Paketpreis, im Einzelpreis. Ich habe versucht, euch das so aufzuschlüsseln, damit man sich das vorstellen kann. Also zum Beispiel kostet die Waldbrandausrüstung für eine Person um die 700 bis 800 Euro. Ja? Und die Feuerwehr Bad Schandau, die Freiwillige Feuerwehr Bad Schandau alleine hat rund 100 Menschen auszustatten damit. So, und dann kommen noch ganz, ganz viele Ortswehren drumherum dazu. Das können wir leider gar nicht alles sofort anpacken, aber ich würde mich freuen, wenn ihr trotz Inflation vielleicht ein paar Euro übrig habt und sei es 5 Euro, die ihr hier dazugeben könnt, damit wir also der Freiwilligen Feuerwehr helfen können, sich für diese kommenden heißen Sommer zu wappnen. In diesem Sinne bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Ich bedanke mich auch nochmal ausdrücklich bei der Feuerwehr Bad Schandau, beim Kreisbrandmeister in Pirna. Ich bedanke mich auch bei den AdFire-Leuten, die mir also super viel beigebracht haben und erzählt haben und die mich sehr, sehr herzlich empfangen haben. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Kampagne wirklich viel erreichen können. In diesem Sinne, bis bald.